wenn wir zum Beispiel daran sehen, dass in Deutschland die CDU, die Christlich-Demokratische Union oder die CSU, ihre Schwesterpartei, eigentlich auch schon lange an der Macht war und immer wieder daran beteiligt wird. Aber der hegemoniale Widerstand in Palästina war bis Ende der 80er Jahre säkular. Erst nach dem Oslo-Abkommen wurde die islamische Bewegung, hier allen voran die Hamas, als politische Kraft, aber auch als soziale und religiöse Institution die stärkste Kraft, bis sie 2006 die Wahlen haushoch gewann. Seitdem gibt es keine Neuwahlen, hat es keine Neuwahlen gegeben, weil ihre Gegner, vor allem natürlich die Besatzung, also die Zionisten, aber auch die mit der Besatzung kollaborierende palästinensische Autonomiebehörde, befürchten, dass die Hamas wieder die Wahlen gewinnen wird. Mit welchem Recht eigentlich erlaubt sich die deutsche Bundesregierung, eine durch Wahlen legitimierte Partei, Wahlen, deren Ordentlichkeit niemals in Frage gestellt wurde, als Terrororganisation zu diffamieren? Man muss nicht Anhänger der einen oder anderen Fraktion des Widerstandes sein in Palästina oder woanders, um diese Frage zu stellen. Es ist eine rein sachliche Frage. Man muss nur eine Sache einschalten, und das ist der gesunde Menschenverstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt noch zur nächsten Rede von den Studis gegen rechte Hetze. Seit dem 7. Oktober haben die Repressionen zugenommen. Nicht nur strafrechtlich, sondern auch an Universitäten und in den Medien. Stellen werden nicht verlängert, es werden Artikel und ganze Kampagnen geschrieben. Und das alles nur, weil Menschen Palästina solidarisch sind. Weil sie sich nicht damit abfinden wollen, dass Genozid und ethnische Säuberung in Palästina seit 75 Jahren stattfinden und seit dem Akt des Widerstandes am 7.10. in nie dagewesenem Ausmaß vorangetrieben werden. Aber wir sind trotzdem hier und wir müssen weiterhin hier sein. Wir nehmen uns die Straße zum Demonstrieren, wir nehmen uns den Platz, den wir brauchen, den dieser Staat uns versucht hat zu nehmen. Diese Angriffe werden aber nicht nur auf dem Weg der Verwaltungsakte und Verordnungen durchgeführt. Sie finden vor allem ideologisch statt. Die Medienhäuser führen diesen Kampf an vorderster Front. Es werden Personen, die den deutschen Diskurs bestimmenden Lügen inhaltlich auf akademischem Niveau entgegentreten, als Token oder Antisemiten verleumdet, je nachdem, ob sie jüdisch oder nicht jüdisch sind. Gleichzeitig werden Veranstaltungen wie von Susanne Schröter öffentlich durch Universitäten und in den Medien beworben. Bücher, die sich dieser defaminatorischen Stimmung einreihen, können an unseren Universitäten beworben werden. Vorstellungen von ihnen finden statt. So auch diesen Dienstag erst an der Goethe-Universität von dem Buch Judenhass Underground. Ein Buch, das mit dem Konzept des israelbezogenen Antisemitismus arbeitet. Es ist eine pseudowissenschaftliche Analyse, die den Antisemitismus von vor allem als linkes und migrantisches Phänomen behandelt. Auch konnte der Rapper Ben Salomo als Referent an der FH in Frankfurt erscheinen, nachdem er Holocaust und Faschismus relativierend und rassistisch die Parole Free Palestine, die Parole, unter der wir uns hier versammeln, mit dem Hitlergruß gleichsetzte. Free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Bei der Veranstaltung, gerichtet an Studierende des Fachbereichs Soziale Arbeit, ging es vor allem darum, eine bestimmte Ideologie an die Leute zu bringen, den Zionismus zu verteidigen, in Schulen, in Jugendzentren, in Schülerläden und Kindergärten. Gleichzeitig wird das Narrativ des importierten Antisemitismus gefüttert. Es sind ja schließlich die Migranten, Araber und Muslime, bei denen ein besonderes Bewusstsein für den antikolonialen Kampf des palästinensischen Volkes vorherrscht. Deshalb seien sie ja die Antisemiten.
All das darf an Universitäten stattfinden. Menschen wie wir werden gekündigt, unsere Positionen werden aus den Universitäten vertrieben und auch werden wir und auch verbannt. So wie dem Genossen des SDS in Köln, der Hausverbot in seiner eigenen Universität bekam. Doch das ist nichts, absolut gar nichts im Vergleich zu den Vertreibungen und zum Terror, zum Genozid in Palästina durch die israelische Besatzung. Wir müssen um die Plätze, die uns genommen werden, kämpfen, vor Gericht, in sozialen Netzwerken und in den Universitäten. Wir müssen dafür kämpfen, dass der voranschreitende Genozid in Palästina jedem Menschen vor Augen geführt wird. Wir müssen Artikel schreiben, wir müssen wissenschaftliche Gutachten schreiben, wir müssen auf der Straße kämpfen. Wir müssen den Widerstand als solchen benennen und wir müssen mit allem, was wir haben, gegen diese Diffamierung, gegen diesen Terror, gegen diesen Genozid auf die Straße gehen. Wir müssen kämpfen, bis Palästina frei sein wird und Palästina wird frei sein. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Okay, liebe Leute, wir gehen jetzt weiter und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen, damit wir alle mehr von dem Sound haben, wird jetzt das Front transparent und ein Drittel der Demonstration, das wird jetzt interessant, wie wir das machen, vor das Auto gehen, aber nicht alle. Also das heißt, die Ordner werden euch wahrscheinlich jetzt dann sagen, wer noch weiter nach vorne gehen soll und wer dann stoppen soll. Aber das heißt, dass der Lautsprecherwagen dann in der Mitte der Demonstration fahren wird. Und wir laufen dann hier rechts und dann links in die Kaiserstraße rein. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Deutschland finanziert! Deutschland finanziert! Israel bombardiert! Israel bombardiert! Kindermörder! Kindermörder Israel! Israel bombardiert! Israel bombardiert! Kein Wasser, kein Brot! Wasser ist in Not! 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 Kein Wasser, kein Brot! Kein Wasser, kein Brot! Kein Wasser, kein Brot! Kein Wasser, kein Brot! Free, free!
Fall.